Ja, erstmal guten Abend. Schön, dass es so viele Interessenten für das Thema gibt. Das hat uns auch schon im Voraus sehr gefreut. Mein Name ist Nina Tschümke. Ich arbeite seit 5 Jahren für den Tischtennisverband Niedersachsen und bin eigentlich zuständig für das TTVN-Mini-Athleten-Projekt. Da geht es um Training und Begeisterung für die Allerjüngsten, nämlich für Kinder im Kindergarten bzw. Vorschulalter. Und wir haben jetzt für die Kinder oder schon vor 3 Jahren eine Anfängermethodik entwickelt, die wir mit den Kleinsten durchgeführt haben und haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht und haben jetzt tatsächlich die Corona-Zeit genutzt, um auch mal eine Anfängermethodik für etwas ältere Kinder, also etwas ältere Kinder sind dann bei mir schon die Grundschulkinder, zu entwickeln. Wir haben Ideen von den Mini-Athleten adaptiert und haben aber auch neue Ideen gesammelt und haben versucht, so ein neues Konzept zusammenzustellen, um Kinder möglichst leicht und mit großem Spaß und Lernerfolg an unsere Sportart heranzuführen. Ich starte jetzt einmal meine Präsentation und hoffe, dass ihr das dann auch alle sehen könnt. Genau. Also unser Thema heute, Tischtennis im Grundschulalter. Wir haben uns viele Gedanken gemacht und der Ausgangspunkt ist ja eigentlich dieser. Nehmen Sie mal einen Ball mit 140 km/h an. Sie haben 1 Millisekunde Zeit. Tischtennis ist schnell, Tischtennis ist koordinativ sehr anspruchsvoll und wir können nun mal die Kinder nicht einfach an den Tisch stellen und wenn sie ganz neu sind und zum ersten Mal einen Schläger in der Hand haben und können sagen, so, dann spielt doch jetzt mal. Sondern gerade weil ja auch nicht wegzudiskutieren ist, dass auch die motorischen Defizite der Kinder heutzutage schon im Kleinkindalter beginnend immer stärker werden, ist Tischtennis natürlich eine große Herausforderung. Und deswegen haben wir uns viele Gedanken gemacht, wie können wir die Kinder wirklich an unsere Sportart heranführen, dass sie schon nach kürzester Zeit auch mit Schläger und Ball am Tisch spielen können. Wir haben dafür ganz viele Ideen gesammelt und herausgekommen ist eine Broschüre, die aus 7 ganz konkreten Stundenbildern besteht. Die hat einen ganz bestimmten, diese Stundenbilder haben einen ganz bestimmten Aufbau. Den möchte ich euch heute einmal vorstellen. Natürlich gibt es auch viele inhaltliche Übungen, so die ich euch einfach zeigen werde, dass ihr auch nochmal ein paar Tipps bekommt. Und außerdem sollt ihr auch einmal sehen, wie wir dieses ganze Training angegangen sind, gerade auch in Bezug darauf, was mache ich mit dem Kind, wenn das Kind zum ersten Mal am Tisch steht. Wie ich eben schon gesagt habe, wir wollten den Kindern mit ganz viel Spaß und viel Abwechslung einen ganz einfachen Einstieg in unsere Sportart bieten. Wir haben uns dazu auch, weil es halt eine Broschüre auch für den Sportunterricht sein soll, direkt an das am niedersächsischen Kerncurriculum im Fach Sport orientiert. Und zwar auch aus einem bestimmten Grund, nämlich deswegen, weil wir zeigen wollen, dass man Tischtennis auch super in der 3. und 4. Klasse, eigentlich auch schon in der 2. Klasse, mit diesen Stundenbildern im Sportunterricht anbieten kann, ohne dass man dafür eine langjährige Trainererfahrung braucht, ohne dass man dafür viel Equipment braucht, sondern dass man diese Stundenbilder, die wir konzipiert haben, ganz einfach nutzen kann. Weil ich höre auch immer, ich habe auch schon Lehrerfortbildung gemacht oder auch mit Freiwilligendienstleistungen gesprochen, die Schul-AGs machen. Und es ist immer wieder auch so dieses, naja, wir stellen da ein paar Tische hin, aber dann sind es ja auch immer Kinder, ein paar Kinder können schon ein bisschen spielen, ein paar Kinder haben noch nie einen Schläger in der Hand gehabt. Allein der Aufbau ist schon immer sehr, sehr aufwendig. Also es ist einfach immer noch so, dass viele denken, Tischtennis in einer AG oder auch im Sportunterricht anzubieten, ist sehr, sehr kompliziert. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen eine Lösung finden, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Die Stundenbilder, die wir uns jetzt überlegt haben, sind also hervorragend einmal für den Sportunterricht, dann aber auch für eine Tischtennis-AG und auch für das Anfängertraining im Verein. Also auch wenn zu euch in den Verein Kinder im Grundschulalter kommen, bekommt ihr hier nochmal ganz neue Anregungen. Was kann ich mit den Kindern eigentlich in den ersten Wochen machen? Also es geht hier wirklich um den ganz konkreten Einstieg.
Jetzt noch mal ganz kurz, bevor ich richtig einsteige, zum konzeptionellen Rahmen. Die Methode des Stationsbetriebs ist bei uns eigentlich die Methode, Training zu machen, die sich etabliert hat, auch schon bei den Allerjüngsten. Stationsbetrieb bedeutet ganz einfach, man teilt die Kinder in Kleingruppen ein, die dann gemeinsam von Station zu Station gehen. Das heißt, in der Halle werden verschiedene tischtennisspezifische Stationen aufgebaut. Das können Ballgewöhnungsstationen sein, das kann natürlich auch eine Station direkt am Tisch sein. Und die Kinder sollen dort unterschiedliche Aufgaben bewältigen. Das Ganze hat wirklich viele Vorteile, sodass wir inzwischen absolut davon überzeugt sind, mit so jungen Kindern Training immer im Stationsbetrieb zu machen. Nämlich einmal, dass die Stationen so sind, dass Kinder, auch wenn sie motorisch unterschiedlich begabt sind, an einer Station, das werde ich euch später an konkreten Beispielen noch zeigen, unterschiedliche Herausforderungen haben können, sodass jedes Kind es so gut machen kann, wie es halt selber hinbekommt. Eine ganz klare Struktur bietet natürlich auch dieser Stationsbetrieb. Das heißt, das bringt immer Ruhe und Ordnung irgendwie in das Training, weil es ja sonst auch, wir sind immer wieder damit konfrontiert, egal ob das jetzt ob als Lehrer oder als Trainer im Verein oder auch in einer AG. Meistens ist man ja doch allein auf weiter Flur und hat viele wuselige Kinder. Stationsbetrieb bringt einfach Ruhe und Ordnung. Der Stationswechsel lässt das Training interessant bleiben, dadurch, dass auch die Konzentrationsspanne von den Kindern in dem Alter ja ungefähr so 7 bis 8 Minuten ist, ist dieser Stationsbetrieb total super, weil die Kinder können sich genau so in der Zeitspanne auf eine Station konzentrieren. Dann ist Stationswechsel, Station wird vielleicht noch kurz aufgeräumt und dann geht es zur nächsten Station und die Kinder können sich wieder neu konzentrieren. Ein letzter Vorteil, auf den ich noch eingehen will, der aber auch ganz entscheidend ist, dass wenn die Kinder diesen Stationsbetrieb im Training einmal verstanden haben und ich zum Beispiel 2 Stationen aufgebaut habe, die Ballgewöhnung ohne Tisch sind und sie die Station verstanden haben und auch wissen, aha, hier im Training geht das so im Stationsbetrieb, dann kann ich als Lehrkraft oder auch als Trainer, muss ich ja nicht immer direkt dann auch daneben stehen, sondern die Kinder können diese Station alleine bewältigen und ich habe sogar die Möglichkeit, selber am Tisch zu stehen und den Kindern, die jetzt gerade in ihrer kleinen Gruppe bei mir sind, weil ich auch eine Station bin, Bälle zuzuspielen und mit ihnen schon Training am Tisch zu machen. Ich zeige euch jetzt, das sieht jetzt fürchterlich klein aus und man kann auch gar nichts erkennen, das ist aber auch gar nicht schlimm, das ist so mehr oder weniger so gewollt. Das soll nur der Übersicht dienen. Wenn man jetzt unsere Broschüre, also unser Konzept mit den Stundenbildern, einmal aufschlägt, dann ist das immer eine Doppelseite, wie unser Training aufgebaut ist. Wie gesagt, die Details kann man jetzt nicht lesen, aber darum geht es auch gar nicht, sondern das ist jetzt hier als exemplarisches Stundenbild die allererste Stunde. Die Kinder sind zum allerersten Mal da und sollen an diesem Tag Schläger und Ball kennenlernen in der Stunde. Es gibt als erstes immer ein Aufwärmspiel. Ich habe diese Spiele ganz genau beschrieben. Ich habe den Kompetenzschwerpunkt aus dem Kerncurriculum erwähnt. Also warum macht man dieses Spiel, kann man dieses Spiel auch hervorragend machen und erfüllt damit die Kriterien vom Kerncurriculum. Und es gibt auch immer eine Materialliste. Das Aufwärmspiel, was am Anfang kommt, hat auch immer schon mit Schläger und Ball zu tun. Es ist in den meisten Fällen, wie jetzt zum Beispiel hier im ersten Durchgang, ist es ein Staffelspiel, wo die Kinder immer Sechserteams bilden und dann auf dem Schläger einen Luftballon um eine Pylone transportieren sollen und dann den Schläger an das nächste Kind im eigenen Team weitergeben, sodass man eine Wettkampfstaffel macht, wo aber auch Schläger und Ball schon drin vorkommt. Danach ist in jeder Stunde gibt es 3 Stationen, die aufgebaut werden. Es sind immer 2 Ballgewöhnungsstationen ohne Tisch und 1 Ballgewöhnungsstation am Tisch. In der allerersten Stunde ist es dann auch so, dass die Kinder eine Station am Tisch haben, die auch so einfach ist, dass Kinder, die noch nie einen Schläger oder einen Ball in der Hand hatten, diese Station bewältigen können. Das Besondere ist, dass wir Stationskarten entwickelt haben. In der Broschüre, die wir entworfen haben, sind aus fester Pappe, Stationskarten, das ist so perforiertes Papier, die kann man raustrennen. Und das Besondere ist, dass die Kinder, die in Teams eingeteilt wurden, sich als Team dann eine Stationskarte abholen. Die Materialien liegen bereit und die Kinder können ihre eigene Station dann aufbauen und dieses Spiel durchführen. Dadurch, dass ich ja vorher gesagt habe, es ist konzipiert so für 3., 4. Klasse,
haben wir natürlich darauf geachtet, dass diese Stationskarten, die Sie benutzen können, in kindgerechter Sprache sind und nicht so wie hier, auch in kindgerechter Schriftgröße. Das heißt, die Kinder können gehen dann, verteilen sich dann. Es sind 3 Stationen vorbereitet. Sie bauen das auf, machen ihre Station, dann können dann ihre Station 7 Minuten oder je nachdem, man kann das ja selber nach einer Weile auch ein bisschen einschätzen oder wie lange auch die Trainingseinheit ist, das Spiel durchführen und wechseln dann zur nächsten Station, die dann ja bereits aufgebaut ist. Hier ein Beispiel. In der allerersten Einheit ist die erste Station, dass die Kinder Luftballon-Tennis spielen. Sie sollen sich in den Kreis setzen und sollen sich den Luftballon zuspielen, ohne dass er auf den Boden fällt und sollen zählen, wie viele Durchgänge sie schaffen, ohne dass der Luftballon den Boden berührt. Die zweite Station, Bälletransport. Man kann jetzt die Kiste mit den Bällen nicht sehen. Es gibt eine Kiste mit ganz unterschiedlichen Bällen und die Kinder sollen in die umgedrehte Kiste sollen sie Bälle transportieren auf den Schläger. Hier ist es ein Beispiel dafür, dass die Station ganz individuell genutzt werden kann. Ist ein Kind schon sehr gut und fit, könnte es zum Beispiel den Ball ja auf dem Schläger auch tippen oder erstmal auf dem Schläger balancieren, was ja schon relativ schwierig ist. Kinder, die motorisch noch nicht so weit entwickelt sind, würden dann vielleicht erstmal einen kaputten Ball nehmen, der nicht vom Schläger runterrollen kann, oder würden das Ganze mit einem Luftballon probieren. Bei der dritten Station, die Tischtennis-spezifische Station am Tisch, da habe ich die Stationskarte tatsächlich nochmal größer gemacht, dass ihr auch die Beschreibung mal sehen könnt. Ich musste die jetzt so ein bisschen auseinanderpflücken, weil es sonst wieder so klein geworden wäre. Da ist es halt als Beispiel, es ist ein Spiel, was auch die Mini-Athleten total lieben und was als Einstieg am Tisch total gut ist für die Kinder. Das heißt Obst vor den Fliegen retten. Die Kinder haben unten, wie ihr sehen könnt, einen ganz klaren Aufbauplan, baut auf der langen Seite des Tisches eine Reihe mit Bechern auf, stellt euch nun in 2 Reihen auf die gegenüberliegende Seite und so weiter. Man sieht, es sind kurze, klare Sätze. Die Kinder können das selber lesen. Es sind ja auch immer mehrere in einem Team. Das heißt, und sie können ja auch jederzeit nochmal nachfragen, wenn was nicht klar ist. Aber sie bauen ihre Station dann selber auf und können dann das Spiel spielen. Hier geht es darum, die Kinder sollen sich, dass das Kind, was an der Reihe ist, soll sich einen Ball nehmen und soll mit der Rückhandseite versuchen, den einen Becher zu treffen. Der Becher ist das Obst. Das Obst soll hinter dem Tisch in den Obstkorb fallen, dann ist es gerettet. Neben den Kindern vorne liegt eine, sieht man auf der linken Seite bei dem kleinen Kind, liegt eine Fliege. Trifft das Kind das Obst, fällt es in den Obstkorb und alles ist gut und es gibt den Schläger weiter. Trifft es das Obst nicht, rutscht die Fliege ein kleines Stück Richtung Obst. Ist das komplette Obst gerettet, haben die Kinder gewonnen. Ist die Fliege am Obst, hat leider die Fliege gewonnen und darf sich das Obst schnappen. Hier geht es schon darum, wie ihr sehen könnt, dass die Kinder das mit der Rückhandseite machen sollen. Und das haben wir auch ganz bewusst so gewählt. Bei uns ist der Einstieg, auch bei den Ballgewöhnungsübungen, dass die Kinder immer mit Rückhand spielen. Wir haben da auch viele Diskussionen gehabt und es gibt ja auch immer noch Vertreter, die sagen, sie finden den Einstieg mit Vorhand viel, viel leichter. Es gibt ja auch Argumente für und wider. Wir haben die Erfahrung gemacht, gerade bei den Mini-Athleten. Ich habe mit so vielen jungen Kindern, die noch gar nicht in der Schule sind, Training gemacht und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass Rückhand, wenn die Kinder vorm Körper spielen, Rückhand als erster Schlag viel, viel leichter für die Kinder ist. Und mit solchen Ballgewöhnungsübungen, gerade wenn es auch das Rollen auf dem Tisch ist, das kann jedes Kind hinbekommen. Und die Kinder können hier schon mal ein Gefühl dafür bekommen. Und das ist so die unterste Anforderung zur Anbahnung der Rückhand. Ich rolle den Ball auf dem Tisch mit der Rückhandseite. Ich gehe noch einmal kurz zurück zu der Übersicht. Also es gibt ein Aufwärmspiel. Es gibt immer in jeder Einheit 3 Stationen für den Stationsbetrieb mit den passenden Stationskarten. Und ganz am Ende gibt es eine Rundlaufvariante. Die wird auch in jeder Einheit gespielt, dass die Kinder am Ende nochmal als große Gruppe ein Abschlussspiel haben, was auch wirklich am Tisch stattfindet. Auch das habe ich nochmal vergrößert. In der allerersten Einheit, wo die Kinder ja noch ganz neu sind, wäre die Rundlaufvariante so. Wir haben kleine Grafiken gemacht. Es wird über die Querseite des Tisches gespielt. Man kann sehen, die Kinder, also in Blau, stellen sich auf der einen Seite an als lange Reihe. Die Lehrkraft oder der Trainer steht auf der anderen Seite und rollt mit der Rückhandseite
den Kindern auch einen Ball zu. Die Kinder sollen ihn dann mit dem Schläger mit der Rückhand zurückrollen, einmal ganz außen rumlaufen. Am besten, man stellt noch drei Pylonen in die Halle, dass der Weg ein bisschen weiter ist und die Kinder sich noch ordentlich austoben, gerade wenn es ein paar mehr Kinder sind. Und so hat man eine erste Rundlaufvariante am Tisch, die ein ganz, ganz sanfter Einstieg in unsere Sportart sind und die die Kinder schon in der allerersten Stunde, die man mit ihnen macht, gut schaffen können. Gibt es hierzu schon Fragen? Wir könnten, Daniel, sonst hier einmal kurz, wenn denn schon Fragen im Chat sind, könnte ich die jetzt hier drauf bezogen schon beantworten. Ja, Nina, die jetzt schon ganz häufig gekommen ist, die Frage, wo gibt es denn die Broschüre? Das kommt ganz am Ende. Da kommt noch eine totale Werbeveranstaltung mit QR-Code und Preis und wo man sie herbekommt. Okay, alles klar. Und dann eine weitere Frage, die, wo du jetzt vielleicht auch schon drauf eingehen kannst. Was machst du, wenn jetzt absolute Anfänger neu dazukommen, die noch nie den Schläger in der Hand gehabt haben, was jetzt ja so im Vereinstraining häufig vorkommt? Wie gehst du mit denen vor und wie gehst du mit denen um? War auch eine Frage. Also was ich jetzt hier in dieser Präsentation weggelassen habe, ist, dass der allererste Einstieg natürlich ist, wie halte ich den Schläger richtig, dass man mit allen Kindern auch immer noch mal guckt, richtige Schlägerhaltung. Und wenn ein Kind neu dazukommt, dann erkläre ich dem Kind einmal, wie unser Stationsprinzip ist. Und wenn ihr, also wenn man jetzt alle 7 Stunden Bilder sehen würde, kann man an allen Stationen eigentlich immer eine Variante finden, dass ein Kind, was ganz, ganz neu ist, das auch gut hinbekommen kann. Das Einzige, wo das ein bisschen schwieriger ist, ist dann am Ende bei der Rundlaufvariante, weil diese Varianten auch, weil das aufeinander aufbaut und halt immer komplexer und schwieriger wird. Aber auch da ist es so, dass wir natürlich, wenn man jetzt hier 7 Wochen nimmt, das ist natürlich für Kinder im Grundschulalter gar nichts. Das ist, man kann ja dann nicht davon ausgehen, dass sie dann eine Stunde Rundlauf spielen können mit Aufschlag und Vorhand und Rückhand und allem drum und dran, sondern das dauert ja und so kann man die Kinder auch immer, kann man auch Kinder, die zum ersten Mal sind, ganz gut einbauen. Okay, dann würde ich sagen, ich schaue mir die Fragen, die jetzt kommen, weiter an, weil ich glaube, dass viele noch im Laufe deines Vortrags beantwortet werden, dass du erstmal weitermachst und ich dann am Ende nochmal auf die Fragen eingehe. Alles klar. Die Stunden, wie ich gerade schon gesagt habe, die bauen aufeinander auf. Aber das Grundprinzip bleibt immer das Gleiche, dass die Stunden so von dieser Aufteilung, Aufwärmspiel, Stationsbetrieb, Rundlaufvariante, bleiben sie immer gleich, sodass die Kinder sich da gut dran gewöhnen können und dann das System auch total schnell verstanden haben. Also es ist eigentlich schon so, dass wenn die in der zweiten Einheit kommen, dass sie dann schon angerannt kommen, ich teile schnell Teams ein. Da übrigens noch ganz kurz, weil ich auch gemerkt habe, ich habe jetzt auch noch mal ein paar Einheiten im Sportunterricht gesehen. Also deswegen ist es mir ein Anliegen, es auch hier noch mal loszuwerden, dieses Einteilen in Teams. Es ist schon am besten, wenn der Trainer einfach die Teams am Anfang schnell einteilt. Wenn Kinder selber einteilen dürfen, und ich habe das auch tatsächlich immer noch im Sportunterricht gesehen, bildet 2 Teams, es sind doch immer die gleichen Kinder, die am Ende überbleiben. Und das ist für die Kinder einfach nicht schön. Also nicht, der nimmt sowieso dann seine beste Freundin, seinen besten Freund und am Ende sind es immer die 2 gleichen, die dann da noch sitzen. Teameinteilung am Anfang einfach ganz schnell selber machen, sodass es mal eine bunte Mischung ist. Außer man hat jetzt wirklich auch in der Gruppe, da kann man auch wieder gut drauf achten, habe ich jetzt eine sehr heterogene Gruppe, kann ich halt auch sagen, gut, wir haben hier schon unsere Spezialisten, die sind vielleicht schon seit 3 Monaten da, wir haben hier aber jetzt auch nochmal 3, 4 Anfänger, dann seid ihr erstmal eine Gruppe, dann kann man Stationen ja auch schnell nochmal abwandeln. Wenn man die Stationen kennt und sie auch häufiger als Trainer oder Lehrer wiederholt, weiß man ja auch, wenn ich jetzt noch ein paar Kinder habe, die jetzt gerade erst den Einstieg hatten, dass man die Station einfach nochmal ein bisschen leichter macht. Also Teams werden eingeteilt, der Stationsbetrieb beginnt. Die Kinder haben jetzt in den ersten Stunden, deswegen ihr könnt jetzt hier sehen, ich bin zur Stunde 4 gesprungen. Die Kinder haben in den ersten Stunden ganz, ganz viele Übungen gemacht, um mit Rückhand Ballgewöhnung zu machen. Rechts oben, man kann vielleicht das Foto ein bisschen erkennen, ist aber auch nicht so entscheidend, ist dann schon eine Übung am Tisch,
wo die Kinder den Ball vor sich aufspringen lassen und ihn dann in Schalen mit Zahlen spielen sollen. Das heißt, das ist so die nächste Stufe. Am Anfang rolle ich den Ball mit Rückhand. In der nächsten Stufe lasse ich den Ball vor mir aufspringen und spiele ihn mit Rückhand. Dann komme ich ja der Anbahnung an den Rückhandkonter schon relativ nah. Das Besondere an dieser Stunde ist, dass ihr seht, dass es bei dem dritten, dass es bei der dritten Station kein Foto gibt. Und bei der dritten Station ist nämlich der Rückhandkonter, die Rückhandkonterbewegung am Tisch dann die Aufgabe. Das heißt, hier ist es das erste Mal so, dass ich als Trainer oder Lehrer am Tisch stehe und den Kindern dann, die fünf Kinder, die dann gerade bei mir sind, nacheinander wirklich zum ersten Mal die Bälle richtig zuspiele. Sie haben sich in den Stunden davor gut darauf vorbereitet und auch am Tisch schon Übungen mit Rollen und Rüberspielen gemacht. Jetzt steige ich ein und kann den Kindern, das ist nämlich halt, habe ich am Anfang schon gesagt, auch ein großer Vorteil vom Stationsbetrieb. Ich kann jetzt hier die Bälle selber zuspielen. Und wie man das am besten macht, auch da haben wir viel ausprobiert und haben eine Anfängermethodik, also auch so methodische Reihen entwickelt. Und die methodische Reihe, die wir zum Einstieg entwickelt haben, wäre jetzt, ich rolle den Ball auf den Tisch, ich lasse ihn vor mir aufspringen, spiele ihn rüber und im nächsten Schritt kann ich mit dem Trainer spielen. Wir haben dafür, auch in der Broschüre mit QR-Codes, haben wir Lehrvideos entwickelt. Das heißt, da kann man sich selber auch nochmal angucken, wie spiele ich am besten den Ball zu, wo stelle ich das Kind hin und wie kann das Kind den einfachsten Einstieg für das Spielen am Tisch haben. Ich habe euch das Lehrvideo jetzt für die Rückhand, für die Rückhand-Konterbewegung mitgebracht. Ich hoffe, dass das auch läuft und auch mit Ton. Liebe Lehrkräfte, um euren Schülerinnen und Schülern die ersten Schläge am Tisch zu vereinfachen, habe ich einige Tipps für euch. Als erstes zeige ich euch, wie das Kind optimal am Tisch steht und mit welcher Technik es beginnt, nämlich mit der Rückhand-Konter-Technik. Der einfachste Schlag für das Kind ist die Rückhand-Konter-Technik. Dabei steht das Kind in der Mitte des Tisches, hat den Schläger vorm Körper und spielt dann locker nach vorne. Und ich zeige euch jetzt noch, wie die Lehrkraft dann den Ball optimal zuspielen kann. Um als Lehrkraft den Kindern den Ball zuzuspielen, stellt ihr euch auch in die Mitte des Tisches, spielt die gleiche Technik, wie das Kind spielen soll, nämlich mit der Rückhandtechnik, und lasst den Ball vor euch aufspringen. Also der springt auf und ihr könnt dem Kind dann ganz gerade den Ball zuspielen. Seid ihr Linkshänder, ist es letztlich genau das Gleiche. Ihr steht in Tischmitte und spielt mit der Rückhandseite ganz gerade und langsam den Ball zu. Falls ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht ganz präzise zuspielen mit dem Schläger, habt ihr auch die Möglichkeit, den Ball in die Hand zu nehmen und den Kindern in der Mitte zuzuwerfen. Wichtig ist, dass er dabei aber auf der eigenen Hälfte aufkommt, weil er sonst zu schnell wird. Ein wichtiger Aspekt beim Zuspielen ist noch, dass ich als Lehrkraft immer versuche, den gleichen Rhythmus zu spielen. Das Kind spielt den Ball zurück und ich nehme dann immer wieder einen neuen Ball. Ich hoffe, die Tipps waren hilfreich für euch. Wir, der Tischtennisverband Niedersachsen, wünschen euch viel Erfolg bei der Umsetzung und vor allen Dingen den Kindern ganz viel Spaß beim Tischtennis im Sportunterricht. Genau, das war einmal das Lehrvideo für die Rückhand. Also das war, ihr habt das ja gerade gesehen. Wir fangen wirklich so an, dass wir als Lehrer oder Trainer selber in der Mitte des Tisches stehen mit Rückhand selber den Ball zuspielen und ganz, ganz gerade auf das Kind zuspielen können. Intuitiv haben, also nehme ich mich jetzt gar nicht aus, haben wir immer mit über die Diagonale angefangen zu spielen. Aber dann springt der Ball ja nach außen und ist viel, viel schwieriger für das Kind zurückzuspielen. Deswegen ist dieser Weg, dass man selber in der Mitte steht und aus der Mitte in die Mitte spielt, für die Kinder wirklich der leichteste Einstieg.
Und wir haben das auch geschafft jetzt, und das ist ja sogar schon jetzt dritte, vierte Klasse, selbst mit den Mini-Athleten im Vorschulalter kann man so hervorragend die ersten Bälle am Tisch spielen. Wenn ich das im Stationsbetrieb gemacht habe, natürlich muss man immer fairerweise sagen, ich bin alleine, es sind viele Kinder, es spielt ja jedes Kind immer nur ein paar Bälle mit mir. Aber es ist trotzdem ein super Einstieg für die Kinder, weil es ja nun mal utopisch ist, dass sie auch miteinander spielen können und so auch nur frustriert sind, weil es ja am Anfang auch gar nicht funktioniert. Im nächsten Schritt, es gibt natürlich auch eine Vorhand, das merken die Kinder ja auch irgendwann, dass Tischtennis nicht nur aus der Rückhand besteht, wird die Vorhand noch mit dazugenommen. Auch da ist es wieder so. Ich habe hier exemplarisch nochmal eine Übung aus dem Stationsbetrieb entnommen. Die Stunden bleiben genau gleich, nur dass der Schwerpunkt von den Ballgewöhnungsübungen dann auf der Vorhand liegt. Hier zum Beispiel eine Übung, die ist auch schnell aufgebaut für die Kinder, dass sie eine schräge Bank haben. Dahinter steht eine Kiste und die Kinder sollen den Ball mit der Vorhand über die Bank führen und ihn dann in die Kiste spielen. Auch hier kann man das schwieriger machen. Man kann auch noch Kreppbandstreifen aufkleben, von wo sie den Ball vielleicht mit der Vorhand schießen sollen oder auch mal von ganz hinten von der Bank zu schaffen, dass der über die ganze Bank rollt. Aber hier gibt es einfach unterschiedlichste Übungen, die sind auch alle in der Broschüre drin, um eine Ballgewöhnung für die Vorhand zu haben. Auch für die Vorhand haben wir ein Lehrvideo entwickelt, weil dann ist es auch so, die Kinder machen 2 Stunden lang die Eingewöhnung mit Ballgewöhnungsübungen und auch dann würde ich wieder eine Station als Trainer haben, wo ich selber Bälle zuspiele. Dann fange ich am Anfang ein bisschen mit Rückhand an und würde dann zum ersten Mal die Vorhand dazu nehmen. Auch hier gibt es ein Lehrvideo, was ich euch noch mal kurz zeige. Mit vielen anderen Lehrvideos, dann verschone ich euch erstmal, die könnt ihr auch später angucken. Aber die Vorhand, das zeige ich euch jetzt noch einmal. Für die Vorhand-Kontertechnik steht das Kind jetzt nicht mehr in der Mitte, sondern stellt sich in die Vorhandseite des Tisches, hat den Schläger leicht angewinkelt neben dem Körper und spielt dann locker die Bälle nach vorne. Ich zeige euch jetzt noch, wie ihr als Lehrkraft auch in die Vorhand den Ball optimal für das Kind zuspielen könnt. Um als Lehrkraft den Ball in die Vorhand zuzuspielen, mache ich das wieder mit der gleichen Technik, wie ich auch aus der Mitte zugespielt habe. Ich lasse den Ball vor mir aufspringen und spiele ihn parallel dem Kind in die Vorhand zu. Also ich lasse ihn aufspringen und spiele ihn parallel rüber. Auch hier wieder das Gleiche, nehme ich die Rückhand, stelle ich mich ein ganz bisschen seitlicher und spiele ihn wieder parallel gerade zu. Für das Einspielen der Vorhandkontertechnik gibt es noch eine Besonderheit und zwar stellen wir ein Ziel, in diesem Falle eine Pylone auf den Tisch und wenn ich gleich einspiele, soll das Kind versuchen, das Ziel zu treffen. Das hat den Grund, dass das Kind dann automatisch versucht, eine saubere Technik zu spielen und der Ball diagonal fliegt. Das Prinzip des Einspielens bleibt genau das gleiche. Ich nehme immer wieder einen neuen Ball und wir spielen keine Ballwechsel am Anfang. Ich hoffe, die Tipps waren hilfreich. Das ist das gleiche Outro, das können wir uns jetzt sparen, das habt ihr eben schon gehört. Ihr habt gesehen, auch bei der Vorhand, das Prinzip bleibt das gleiche. Ich spiele parallel ein, sodass der Ball ganz gerade auf das Kind zuspringt. Und das Kind, wenn ich eine Pylone in die Diagonale stelle und das Kind den dann diagonal zurückspielen soll, auch automatisch eine saubere Technik habe. Ist übrigens bei der Rückhand das gleiche. Spiele ich am Anfang dem Kind, am Anfang steht das Kind ja in der Mitte. Der nächste Schritt wäre, dass das Kind ein bisschen in die Rückhand rübergeht und auch dann stelle ich eine Pylone in die Diagonale. Ich spiele weiter parallel ein, aber wenn das Kind dann über die Diagonale zurückspielt, dann kriegt es auch automatisch eine saubere Technik, weil am Anfang das Handgelenk immer ein bisschen nach innen eingeklappt ist, wenn die Kinder parallel spielen. Das muss man aber gar nicht korrigieren, sondern das wird automatisch eine saubere Technik, wenn die Kinder dann über die Diagonale spielen sollen. Wir haben uns für
Wir haben uns für den Abschluss ausgedacht, dass die Kinder am Ende nochmal so eine besondere Stunde haben sollen. Wir haben das ja jetzt als 7-Stunden-Bilder konzipiert. Das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Wir haben grob überlegt, ne, eine Unterrichtsstunde von 45 Minuten. Da ist das natürlich mit dem, was wir vorhaben, schon ein sehr ambitioniertes Programm, gerade wenn Kinder auch selber mit einbezogen werden und Stationen aufbauen dürfen. Und ich selber ja auch noch ein paar Minuten mit den Kindern am Ende die Rundlaufvariante spielen will. Deswegen kann man sich natürlich, es eignet sich super für eine AG, die geht ja einfach über mehrere Wochen. Man kann die Übungen ja auch nicht alle an einem Tag machen. Man kann mehr Stationen aufbauen, man kann weniger Stationen aufbauen. Das kommt ja auch immer darauf an, wie viele Kinder hat man und wie schnell lernen die Kinder auch dazu und auf welchem Stand sind sie. Die Übungen sind alles nur Vorschläge, aber wir haben auch in der Broschüre immer noch Variationen zu den Übungen geschrieben, dass man eine Übung auch schwerer oder leichter machen kann, sodass sich die Kinder tatsächlich je nach Stand wirklich individuell damit auseinandersetzen können. Wenn ich natürlich auch schon gerade auch im Verein zwei Kinder habe, die sich den Ball schon partnerschaftlich zuspielen können, dann baue ich natürlich einen Tisch mehr auf und die Kinder können schon anfangen, eine leichte Übung zu spielen. Nichtsdestotrotz schadet denen die ganze Ballgewöhnung zwischendurch. Man kann die dann ja auch sehr, sehr anspruchsvoll für die machen, trotzdem nicht. Also auch hier wieder die Möglichkeit, dass man ja auch vielleicht die Kinder, die schon ein bisschen weiter sind, in ein Team packt und die Übungen ein bisschen schwieriger macht und dann bei den Kindern, die vielleicht neu dazugekommen sind, ein bisschen leichter. Als Abschluss haben wir das TTVN-Grundschulabzeichen entwickelt. Bei dem, das ist dann die letzte Stunde, an der drei Stationen letztlich durchlaufen werden. Hier ist das Besondere, dass die Kinder in Dreierteams eingeteilt werden. Das heißt, es kann dann aber auch sein, dass zwei Teams an einer Station an einem Tisch sind und dann halt nacheinander spielen. Das Grundschulabzeichen ist so aufgebaut, dass jedes Team, das könnt ihr rechts unten sehen, einen Laufzettel bekommt. Auch der ist in der Broschüre schon vorgefertigt beziehungsweise als QR-Code hinterlegt, dass man sich die einfach ausdrucken kann. Da können die Kinder sich einen Teamnamen überlegen, das können sie ja auch schon eine Woche vorher machen und schreiben ihre drei Namen rein und dann durchlaufen sie die drei Stationen. Hier geht es auch wieder darum, bei der ersten Station, das hattet ihr vorhin auch schon in der einen Stunde gesehen, sollen die Kinder versuchen, in die Schalen zu spielen, den Ball also vor sich aufspringen zu lassen, mit Rückhand in die Schale zu spielen. Und am Ende der Zeit können sie zusammenrechnen, das ist dann schon auch ein bisschen tricky. Sie können dann immer, wenn jetzt zwei Bälle in der 5 gelandet sind, dann haben sie 10 Punkte. Wenn jetzt noch ein Ball in der 1 gelandet ist, kommt noch ein Punkt dazu. Sie können ihre Punkte dann zusammenzählen und können die eintragen in den Laufzettel. An der zweiten Station können Sie, oder ich habe die jetzt verwechselt, die stehen auf dem Laufzettel anders. Das Zahlenspiel ist die zweite Station. Die erste Station ist der Pylonenparcours. Da sollen Sie mit Vorhand um die Pylonen spielen und den Ball dann in die umgedrehten Pylonen schießen. Für jeden Treffer gibt es am Ende einen Punkt. Was am Ende noch gespielt wird, ist, könnt ihr als Grafik sehen, eine Rundlaufvariante. Ich bin auf die Rundlaufvarianten jetzt eben nicht so extrem eingegangen. Die sind aber auch alle nach und nach ganz ausführlich beschrieben. Ich kann ja hier immer nur ein paar Beispiele nennen, weil sonst würde ich wahrscheinlich 3 oder 4 Stunden reden. Die Kinder lernen am Anfang, dass ich als Lehrkraft oder als Trainer da stehe und ihnen Bälle zuspiele. Sie laufen um den Tisch rum und stellen sich wieder an. Einfachste Rundlaufvariante. Die Varianten werden dann so, dass die Kinder lernen, einen Rundlauf-Teamcup zu spielen. Bei uns in Niedersachsen ist der jetzt sehr, sehr bekannt. Ich weiß, dass das in anderen Landesverbänden der jetzt nicht so gespielt wird, weil bei uns der Rundlauf-Teamcup sogar eine Form ist, in der Schulwettbewerbe bei uns gespielt werden. Das Ganze funktioniert so, die Kinder bilden Dreierteams und treten sozusagen als Team im Rundlauf gegeneinander an. Wie man normal Rundlauf spielt, das werdet ihr ja wahrscheinlich alle wissen. Also die Kinder treten im Rundlauf gegeneinander an. Wenn nur noch Kinder aus einem Team überbleiben am Ende, dann haben die ihren Satz gewonnen und haben automatisch Punkte gesammelt. Wenn aus jedem Team ein Kind überbleibt, spielen die, so wie man das jetzt vom Rundlauf auf dem Schulhof kennt, spielen sie gegeneinander das Endspiel. Da spielen sie um 5 Punkte und der Gewinner hat dann für sein Team den Satz gewonnen. Wenn man das Ganze jetzt wirklich nur 7 Wochen gemacht hat, darf man natürlich von diesem Rundlauf-Team-Cup, also von dem, was sie da in der Rundlauf-Variante spielen, nicht allzu viel erwarten. Das ist meistens so, das Kind versucht einen Aufschlag.
Aufschlag haben wir auch als Lehrvideo drin, wie die Kinder das auch zwischendurch nochmal üben können. Spielt das Kind einen Aufschlag und ob das andere Kind den auf der anderen Seite dann noch zurückbringt oder ob es dann schon direkt ausscheidet, das ist natürlich bei denen, da geht das relativ schnell. Da kommen jetzt nicht besonders viele Ballwechsel zustande. Trotz alledem sieht übrigens anders aus, wenn man das wirklich als ein halbes Jahr als AG gemacht hat, dann können die am Ende schon teilweise wirklich ordentlich Rundlauf spielen, weil sie ja hoffentlich auch so begeistert sind, dass sie das auf dem Schulhof in den Pausen dann auch immer mal machen können. Wir fanden diese Rundlaufvarianten und gerade auch am Ende, dass sie diesen Team Cup gegeneinander spielen, fanden wir wichtig, weil Tischtennis ist ja nun mal auch eine Wettkampfsportart. Und dass die Kinder schon mal so das Gefühl von einem Tischtenniswettkampf haben, ohne dass man da irgendwie alleine am Tisch steht und alleine gegen den anderen verliert, sondern halt in einer Teamform schon mal Punkte sammelt. Nach der abgelaufenen Zeit, also wenn die Stationszeit beendet ist und die Teams zur nächsten Station gehen, dürfen die Kinder sich pro Satz, den sie beim Rundlauf gewonnen haben, dann 10 Punkte aufschreiben. Das heißt, sie haben am Ende ihren Laufzettel mit Punkten ausgefüllt und die Punktzahl an sich ist völlig egal. Es geht darum, dass die Kinder am Ende eine Urkunde bekommen für diese Stunden, die wir mit ihnen gemacht haben. Und da ist es halt überhaupt nicht wichtig, was da für eine erreichte Punktzahl drin steht, sondern das soll einfach eine Anerkennung dafür sein, wie intensiv sie in den letzten Wochen eigentlich so daran gearbeitet haben, dass sie schon ein bisschen Tischtennisspieler werden. Die Urkunde haben wir auch als QR-Code hinterlegt. Die kann man sich einfach ausdrucken in der richtigen Anzahl, die man gebrauchen kann. Bei uns im Verband ist es so, dass wir auch versuchen, dass oder beziehungsweise damit werben, dass wenn jetzt eine Lehrkraft das durchführt, dass sie uns auch Bescheid sagen können und wir versuchen können, einen ortsansässigen Verein zu finden, der dann vielleicht zu diesem Abzeichentag mal dazu kommt, um auch ein bisschen Werbung fürs Vereinstraining zu machen. Wenn ich selber jetzt als Trainer das in einer AG mache oder auch als Anfängertraining im Verein, ist das trotzdem einfach nochmal nach ein paar Wochen ein schönes Highlight für die Kinder, wenn sie ihr Abzeichen einfach ablegen können. Auch das kann man ja wieder ein bisschen variieren und gucken, wie viele Kinder habe ich dafür, aber dass sie einfach so mal ihre erste Urkunde zusammen bekommen haben und auch mal im Team so einen ersten Wettkampf gespielt haben. Die Schulsportbroschüre, also all das, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, vielleicht kann ich die auch mal so in die Kamera halten. Nee, kann man nicht mit dem Hintergrund. Also die Broschüre ist zumindest so, auch wenn das hier bei der Präsentation nicht immer so zu sehen war, es ist alles schön klar und ordentlich geschrieben, dass man es wirklich gut lesen kann, dass man einen guten Überblick hat. Man hat immer als Doppelseite eine fertig vorgefertigte Stunde, wo alle Materialien aufgezählt sind, die man braucht, sodass man sich das vorher angucken kann. Es sind in der Broschüre schon enthalten alle Stationskarten. Falls so eine Stationskarte mal kaputt geht oder verloren geht, was natürlich bei den Kindern auch immer mal passieren kann, kann man die Stationskarten auch per QR-Code online jederzeit wieder neu ausdrucken. Oder man kann sie ja auch laminieren, dann leben sie ein bisschen länger. Und wie gesagt, man hat dann auch noch die Urkunden für alle Kinder und hinterlegt noch die ganzen Lehrvideos, Vorhandkonter, Rückhandkonter und auch, wie bringe ich den Kindern einen Aufschlag bei. Jetzt komme ich noch mal ganz kurz zum Werbeteil, bevor ihr eure Fragen stellen könnt. Die Schulsportbroschüre, die ist, wir haben das ausgelagert, die kann man über Sportteamer bestellen. Ihr habt hier den QR-Code dafür. Die kann man dann halt direkt in diesem Online-Shop von Sportteamer bestellen. Was ich gleich mit hingeschrieben habe, ist, dass die Broschüre kostet 12 Euro und das ist für den Aufwand und auch für das, was so als Inhalt drin ist, denke ich, ein angemessener Preis. Aber man kommt leider um diese Versandkosten nicht drum rum und deswegen habe ich auch gesagt, da gehen wir ganz offensiv mit rum. Deswegen habe ich sie auch mit aufgeschrieben. Also es kostet leider ein bisschen Versand. Aber wir mussten das jetzt selber, diesen Verkauf als Verband auslagern, weil das sonst auch so ein bisschen unsere Kapazitäten beschränkt hätte. Aber man findet ja auch bei Sportteam immer noch so ein paar ganz schöne Sachen, die man vielleicht noch einbauen kann. Also die haben ja auch viele kleine Geräte, Bälle, bunte Tücher, die man fürs Training noch gebrauchen kann. Dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm mit den Versandkosten.
Wir haben, also tatsächlich ist dieses Konzept, was wir jetzt hier für die Kinder erstellt haben, ist noch wirklich ganz, ganz neu. Also die Broschüre ist, glaube ich, auch tatsächlich erst seit 6 Wochen oder so, haben wir sie erst druckfrisch hier liegen. Wir haben vorher schon 2 Durchläufe gestartet, und zwar von einer Trainerkollegin, die das im Vereinstraining, die Übungen ausprobiert hat, und haben uns Rückmeldungen geben lassen. Und auch von einem Lehrer, der das in seiner Tischtennis-AG durchgeführt hat. Die Rückmeldungen waren bisher so, dass beide gesagt haben, man kann die Übungen wirklich gut durchführen. Natürlich ist dieses, dass die Kinder sich dran gewöhnen müssen, ich baue Stationen selber auf. Auch da kann man sich ja immer noch überlegen, mache ich das oder mache ich das nicht? Ich kann sie natürlich auch selber dahinstellen, nutze ich das? Dass das trotzdem für die Kinder, dass sie so als Team zusammen die Station aufbauen müssen und die dann auch zusammen spielen, eigentlich wirklich ganz schön ist. Also so die ersten Testdurchläufe sind wirklich gut gelaufen. Und dieses Grundkonzept habe ich ja aus meinem Mini-Athletenprogramm, wo ich das mit noch jüngeren Kindern mache. Da ist das natürlich noch leichter, die Übungen noch leichter, aber der Aufbau und auch der Stationsbetrieb letztlich das Gleiche. Da haben wir jetzt schon 4, 5 Jahre Erfahrungen gesammelt und haben gemerkt, dass das den Kindern unheimlich viel Spaß macht und dass sie dadurch auch ein abwechslungsreiches Training haben. Ja, so viel dazu, ein kleiner Einstieg in unsere Anfängermethodik für Kinder in der 3., 4. Klasse. Und Daniel, ich hoffe, du hast Fragen für mich. Ja, währenddessen kamen Fragen rein. Also jetzt könnt ihr noch alle Fragen stellen, die ihr habt. Und da haben sich so 2 Themenbereiche abgebildet. Der eine Themenbereich ist so das ganze Thema Trainingsorganisation. Und da ist eine Frage, was ist so deine Empfehlung für die ideale Gruppengröße, wenn du alleine mit den Anfängern bist? Also die ideale Gruppengröße ist natürlich, dass ich selber nicht mehr als 10 bis 12 Kinder habe. Also wenn ich 3 Stationen aufbaue und an jeder Station sind 4 Kinder, dann ist das ein ganz, ganz tolles, entspanntes Training. Aber wir wissen ja auch, wie die Realität ist, dass es auch häufig so ist, ich gehe als Trainerin in die Halle und habe dann vielleicht meine 12 Anfänger, aber habe auch noch meine 6 Fortgeschrittenen und ich bin trotzdem alleine mit denen. Auch das kommt natürlich immer wieder vor. Aber auch da haben wir die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn die Großen rübergucken und die Stationen sehen, schon auch Lust haben, das irgendwie auch mal auszuprobieren. Und die Station kann man schon auch sehr, sehr, sehr schwer machen. Also so, dass auch ein 12-Jähriger, der schon 3 Jahre spielt, eine Station bekommen kann, die ganz schön schwierig ist. Weil wenn der 5, 6 Meter vom Kasten entfernt ist, dann soll der den Ball da erstmal reingespielt kriegen. So, dass man einfach probieren kann, auch wenn man selber, das ist ja nun mal die Herausforderung, es ist immer so schön idealtypisch, dass man Training plant und auch, dass wir natürlich in der Lehre immer auch so Optimalbilder, du hast so eine Gruppengröße, alle haben den gleichen Stand, so ist es ja natürlich in der Realität häufig nicht. Und dadurch ist tatsächlich diese Organisationsform, das so in Stationen zu machen, auch da kann man den Älteren ja mal sagen, wenn man 3 Tische aufbaut, so, ihr könnt jetzt mal 10 Minuten den Anfängern die Bälle in Rückhand zuspielen. Auch das kann man ja irgendwie mal einfordern und denen sagen, dafür mache ich später mit dir noch 20 Minuten Ballkiste. Okay, das ist schon eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Und zwar 2 Sachen. Wie gehst du oder wie baust du die Kinder ein, die unregelmäßig kommen? Und was machst du mit den Kindern, die im Training häufig stören? Also dieses Thema Kinder, die häufig stören, ist ja letztlich heutzutage, also ich bin selber Ergotherapeutin und habe mit verhaltensauffälligen Kindern Gruppentherapien gemacht und habe da auch relativ viele Erfahrungen gesammelt. Dieses Thema, wenn Kinder häufig stören, ist ja leider inzwischen auch ein sehr, sehr großer Bereich. Man ist ja viel auch damit beschäftigt, diesen wuseligen Haufen überhaupt irgendwie sowas wie eine Trainingsgruppe zu machen, egal in welchem Alter. Und man kommt halt nicht drum rum, tatsächlich am Anfang die ganz klare Regel aufzustellen, dass sie in dem Stationsbetrieb, ihr lest die Aufgabe, ihr macht die Aufgabe und Kinder, die sich nicht daran halten, können dann leider das Spiel nicht mitmachen, um die anderen Kinder nicht ständig zu stören. Aber letztlich kann man ein ganzes Pädagogikseminar darüber machen, wenn man sich überlegt, es gibt halt inzwischen so dieser Grundrespekt vor Erwachsenen, der ist bei Kindern heutzutage
einfach nicht mehr so da oder nicht mehr so, wie wir es eigentlich kennen. Und deswegen gibt es schon auch viele Gruppen, wo Kinder sind, die massiv das Training einfach stören. Deswegen sind das ja aber auch keine schlechten Kinder. Die sind genauso gut wie alle anderen, aber es ist natürlich eine große Herausforderung. Wir können das aber als Trainer alleine in der Halle nicht leisten. Wir sind ja auch keine Therapeuten. Wir können auch nicht ganz viel Energie auf ein Kind verwenden. Ich glaube, wenn man allen Kindern das Gefühl gibt, du bist gut so, wie du bist, und ich respektiere dich, du sollst mich aber bitte auch respektieren. Wenn das Kind trotz alledem ständig die Gruppe stört, dann kann es leider nicht mitmachen. Dann kann man es kurz, kann man sagen, okay, du kannst leider dieses Spiel nicht mitmachen, das ist jetzt schade, darfst beim nächsten Spiel wieder einsteigen. Und wenn auch das nicht schafft, dann kann das Kind nicht die Gruppe sprengen. Okay, dann der nächste Themenbereich ist das Zuspiel. Da kamen nochmal spezielle Fragen. Der Aufbau, warum, dass du das nochmal erzählst, warum geht es mit Rückhand los? Warum ist dann der nächste Schritt, dass man erstmal Rückhand aus der Mitte spielt und danach dann Rückhand aus der Rückhand spielt? Also eigentlich nochmal den kompletten Aufbau kurz erklären. Und warum spielst du als Trainer immer erstmal den Ball parallel zu? Das waren jetzt so die Fragen rund um das Zuspiel, die nochmal kamen, dass du da nochmal drauf eingehst. Genau, also wir haben, wenn ich mich selber in die Mitte des Tisches stelle und auch das Kind in die Mitte des Tisches stelle, hat man, das ist wahrscheinlich auch nur unterbewusst, man hat einmal als Orientierung auch schon mal die Linie, die auf dem Tisch ist. Die Beine spielen überhaupt gar keine Rolle bei den Kindern. Es geht wirklich nur um den Oberkörper, weil sobald es ein bisschen was mit Bewegung zu tun hat, ist es für die meisten Kinder tatsächlich schon eine Überforderung. Wenn ich dann selber mit Rückhand parallel zuspielen, fliegt der Ball ganz, ganz gerade auf das Kind zu. Spiele ich diagonal, fliegt er ja immer, hat er ja einen gewissen Winkel und fliegt immer nach außen weg. Das heißt, das Kind müsste ja anpassen. Das Kind muss erahnen, wie ein diagonaler Ball fliegt, wie der aufspringt und wo der dann hinspringt. Bei einem parallelen Ball fliegt er einfach ganz, ganz gerade auf das Kind zu. So dass das Kind, wenn es den Schläger vorm Körper hat, fast, also wenn man als Trainer gut zuspielen kann, muss das Kind den zurückspielen. Dann hat es fast gar keine andere Möglichkeit, weil der Schläger auf jeden Fall im Weg ist. Also er muss dann eigentlich zurückgespielt werden. Deswegen kommt die Diagonale dann auch erst später dazu. Und dadurch, dass ich selber auch mit Rückhand einspiele, kann das Kind sich von mir ja auch die Technik noch abgucken. Deswegen ist es auch immer total wichtig, ist ja auch für alle, die in der Trainerausbildung auch schon oder die selber auch schon Lizenzen gemacht haben, gibt es ja auch immer den Bereich, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, dass man selber auch mal kontrolliert, wie man eigentlich zuspielt oder sich auch nochmal vor den Spiegel stellt und wirklich schaut, wie sieht denn meine eigene Technik eigentlich aus. Vorhand ist einfach das Argument, Vorhand ist neben dem Körper und es ist für die Kinder, den Ball neben dem Körper zu treffen, viel, viel schwieriger als vor dem Körper. Und die Bewegung ist auch, ich habe den Arm ja schon ein bisschen weggestreckt vom Körper. Das ist so vom Einschätzen her, wie springt der Ball, wann treffe ich den Ball, für die Kinder deutlich schwieriger. Okay, dann die nächsten Fragen hier. Eine Frage ist das Thema, wann kommt denn dann der erste Aufschlag dran? Genau, ich hätte das jetzt hier noch einbauen können. Also wir haben tatsächlich, wenn die anfangen mit Rückhand, dass die Rückhand am Tisch anfangen zu spielen und auch, dass die den Ball vor so Übungen haben, wo sie den Ball vor sich aufspringen lassen und mit Rückhand spielen, da kommt dann auch als Übung zwischendurch oder an einer Station, wo ich als Lehrkraft dann stehe und vielleicht diesen Aufschlag dann zurückspiele, kommt dann die Erklärung, dass das Kind, ich mache das immer mit einem Kreppstreifen, ich klebe ein Kreppband auf die eigene Hälfte des Tisches, sodass das Kind sehen kann, es soll jetzt mit der Rückhand den Ball auf dieses Kreppband spielen. Und dann hat es ja automatisch den Aufschlag. Man springt auf der eigenen Hälfte auf, springt auf der anderen Hälfte rüber. Und dass man durch ein Band, wo der Ball dann logischerweise auch gut abspringt, trotzdem noch eine Orientierung haben, wo sie eh hinspielen soll. Und die meisten Kinder, die angefangen haben, diese Ballgewöhnungsübungen zu machen, wo sie den Ball vor sich aufspringen lassen und dann mit Rückhand rüberspielen, haben eigentlich ganz schnell ein Gefühl dafür und können so einen ganz leichten Rückhandaufschlag. Auch das ist vorm Körper, den Ball einfach nach unten zu pressen, relativ leicht und viel leichter. Vor- und Aufschlag dauert viel, viel länger. Aber so können Sie zumindest, wir haben ja auch das Ziel, hier ging es ja jetzt tatsächlich erstmal um einen Einstieg.
was mache ich mit denen, damit die Kinder irgendwie begeistert werden von der Sportart und möglichst schnell es schaffen, auch mal einen Ball zu spielen. Der nächste Schritt wäre dann ja tatsächlich auch dieses erste partnerschaftliche Spielen, das auszuprobieren. Das haben wir hier in den Rundlaufvarianten, aber das würde dann ja auch in den ersten einfachen Übungen folgen. Okay, dann sprichst du jetzt immer von Dritt- und Viertklässlern. Da kam hier die Frage, was ist denn mit den Erst- und Zweitklässlern beziehungsweise dann den Kindergartenkindern? Wie würde so ein Training für die aussehen? Genau, das ist ja quasi mein Steckenpferd. Da greift dann das Mini-Athleten-Konzept. Also bei meinen Mini-Athleten ist das so, dass ein Training so aufgebaut ist, dass wir am Anfang ganz viel Ballgewöhnungsübungen machen, die mit dem Ball rollen, den Ball auf den Boden rollen, mit Schläger und Ball, viel mit Luftballon. Da sind die Übungen einfach so viel kindgerechter noch, dass ich jede Übung immer in eine Geschichte verpacke oder jede Einheit. Da gibt es dann immer noch eine Geschichte dazu, wo dann gar nicht so im Vordergrund steht, wie viele Bälle treffe ich, sondern schaffe ich es irgendwie, den Hai abzuschießen und den Fisch zurück ins Aquarium zu bringen. Und die Anfängermethodik an sich ist aber genau die gleiche, die ich heute erklärt habe. Außer, dass wir immer gucken, hat das Kind, wenn man sich vorstellt, dass das Kind in der Grundposition steht, also den Schläger vorm Körper hat, ist der Ellenbogen schon über dem Tisch, kann das Kind ganz normal zurückspielen. Ist der Ellenbogen noch nicht über dem Tisch, lege ich so eine dicke Gymnastikmatte drunter, dass die Kinder ein bisschen höher stehen. Das Rückhandspielen können tatsächlich auch die Mini-Athleten schon. Und auch schon wirklich nach 2 Wochen können wir die am Tisch stellen und auch die Kleinsten, auch 5-Jährige, können auf diese Art und Weise tatsächlich schon den Ball zurückspielen und nach Hause gehen und sagen, ich habe Tischtennis gespielt. Okay. Super. Ja, dann sind wir soweit durch. Vielen, vielen Dank, Nina. Wenn es noch spezielle Fragen gibt, dann kann man dich auch, denke ich, jederzeit beruflich kontaktieren, wenn man nochmal Fragen zum Thema Mini-Athleten, Tischtennis im Grundschulalter hat und so. Dann ist man da bei dir genau richtig. Genau, du kannst mir sonst auch, falls jetzt noch Fragen auftauchen, die wir nicht hatten oder so, kannst du mir die sonst auch gerne noch weiterleiten, dann kann ich die auch noch beantworten. Ja, alles klar. Dann vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss. Ciao.